Vorsicht! So geht's über laut. Hier raus. Ja, wenn ich ordentlich laufe. Warte, unten ist ein Hütchen drin. Frau Taube, die hier das Kommando auf der Festung hat, angekündigt, werden wir heute einen Fälscher darbieten. Das ist gut. Das Problem dabei ist, ich habe leider die Fälscher-Ausrüstung überhaupt nicht dabei. Ich habe weder eine Druckerbrille dabei, noch habe ich solche Papiere dabei, dass ich jetzt Naturkunden und sonstiges fälschen könnte. Das ist mein Alter. Also, nachdem ich jetzt dann leider in meiner Gewandung hier stehe und es für Fälscher auch nicht unbedingt gut befleckt da sein sollte, werden wir das stattdessen das Metzgerhandwerk krönen, und zwar den Feldscher geben. Der Feldscher war der Militärchirurg im 17. Jahrhundert. Die Medizin! Jetzt wird er gleich zeigen, wie es geht. Ja, Igor! Was ist los? Igor! Die Medizin im 17. Jahrhundert war mit unserer Medizin nicht vergleichbar. Schon im alten Griechenland, weit vor Christi Geburt, wurden Operationen am offenen Kopf durchgeführt. Die alten griechischen Ärzte wussten sehr gut Bescheid. Im Römischen Reich hat man sich darum griechische Ärzte ins Land geholt. Im lieben, dunklen Mittelalter, mit Hilfe unserer guten Kirche, ist dann vieles vom medizinischen Wissen verloren gegangen, da man niemand mehr hat aufschneiden dürfen. Vieles von der Medizin hat im Orient überlebt, aber in den großen Kriegen hatten wir das Glück, wir mussten niemanden um Erlaubnis fragen, ob etwas aufgeschnitten wurde. Ich kann rausgehen. Auf meinen Tisch landeten viele, die war schon aufgeschnitten waren, denen schon Gliedmaßen fehlten. Darum konnte ich viele praktische Erfahrungen erlernen. Was in der Stadt der Fahne oder wer es doch besser hatte, ein ausgebildeter Mediker machte, in der Armee der Feldscher. Wir versuchten, die Verwundeten wieder zusammenzuflicken. Natürlich hatten wir Instrumente, so wie man sie auch jetzt kennt. Wir hatten scharfe Amputationsmesser. Mit denen man dann das Fleisch erst vom Knochen trennte und dann den Knochen mit einer feinen Säge dadurch zu sägen. Danach wurde die Wunde wieder ausgebrannt, um den Blutfluss zu stoppen oder mit heißem Öl auszubereiten. Hatten wir unseren kleinen Skalpell extrem scharf, extrem spitz. Hat also jemand hier einen Stahl, den wir stechen sollen, mach ihn auf. Natürlich müsst ihr alle vorher zahlen, ich nehme nur Privatpatienten, Krankenkasse hat es doch gegeben. Garantie gibt es auch keine. Sollte jemand Zahnschmerzen haben, wären wir auch bereit, hier Zähne zu ziehen. Zu unserer Zeit im 17. Jahrhundert war alles ein wenig anders. Von Viren, Bazillen oder sonstigen hat man noch nie was gehört. Hygiene. Also mein Operationsbesteck, das schwitze ich immer gut ab vorher. Du scheißt doch! Und dann geht es los. Auch wenn ich ein Feuer machen will, um zum Beispiel meine Brandeisen warm zu bekommen, soll ich einen Taschendrachen, so modernes Zeug wie ihr habt, hat es zu meiner Zeit leider noch nicht gegeben.
Ich habe hier ein Stückchen Lunde, ich habe ein Stückchen Stein, ich habe einen Druck Stahl. Wenn wir jetzt viel Glück haben, dann funktioniert es jetzt auch noch. Da soll er mal saufen. Boah, ist das gut. Gib langsam aus, du Benne! Na, ich bin's falsch! Ich möchte nur mal den Zauber auf die Fresse! Hey, ruhig! Hey. Ja. Hey. 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 Mach's aber nicht auf uns! Aber vier! Ist hier noch was? Ja! Also wir haben viel Glück. Es brennt. Anscheinend hat sie der Wirtschaft neben dran auch ein ganz bisschen Gemüt geben. Ich bin doch. Du lebst noch oder bist du hier? Ja, doch. Du musst Eichwässer zahlen. Nein, lass dir noch mal Hochzeit von mir dran. Ui, 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 ui. Ich spiel doch bloß. Ich spiel doch bloß. Also, wir haben 10 Feuermappen funktioniert. Was ist der Händchen her? Ah, der Händchen her. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und jetzt haben wir dann noch den praktischen Abend, eine Vorführung am praktischen Individuum. Da hat doch gar nichts. Ja, da muss ja, mein Buch, was hast du? Ha? Hast du Schussverletzung, Igor? Du den Finger raus, Igor. Mein Buch? Hast du? Ich habe ja Geld dabei. Nein? Das kann nicht sein. Wir werden jetzt die Narkose vornehmen für diejenigen, die nicht gut zahlen können. Igor! Gut festhalten, das Köpfler! Schau mal auf mein Finger! Schau mal auf mein Finger! Schau, wo ist der Finger? Jetzt ist er hier! Was, da? Ja! Oh, da hat er einen Schlafsahn! Maxi! Oh, echt scheiße, Gott, ja, also, wir werden jetzt mal schauen, wie weit wir zu der Kugel durchkommen. Ja, gib mir mal bitte den langen Bohrer, dann schauen wir, ob wir das Wasser reinkommen. Schau zu, wie es geht. Nein, das ist rostig. Nee, brauchen wir nicht. Sag doch der Kurze. Wir werden jetzt mit den kurzen Bohrern die Kugel anbohren. Du hast falsch gespielt, aber ich möchte hier. Ja, wo ist denn das Ding? Fein, es ist wieder fein. Ne? Bohren mit den kurzen Bohrern die Kugel an. Kugel geht um! Hoppala! Jetzt wieder mal Buh! Buh! Was? Oh, ey, das ist okay, mein! Igor, bring er weg! Was? Mal geht denn der Reinhanger mal wieder mit hin? Ist der auch schon mal den anderen weg? So, Scheiße! Nein! Ich hab dann wieder mal. Ganz wichtig war natürlich auch, dass wir uns in unserer Zeit Urin, Blut, haben wir eben schon gehabt, Blut, oder haben wir noch so ein Deppel? Jetzt haben wir noch so ein Deppel.
Also mit den Urin machen wir gleich wieder weiter. Was ist denn? Die Hand! Ja! Schaut nicht gut aus! Weißt du, meine Verletzung! Hey, hörst du auf mit dem Urin? Das ist mein roter Urin! Pfui, ich bin wunderbar, der warm ist! Du sollst fallen und nicht saufen! Spürst du was? Sonst noch. Gut, Betäubung, wirkt. Ambulationsmesser! Hältst du die Gosch, du merkst ja sowieso nichts mehr. Da ist klar. Halt's mal! Pass auf, jetzt hat er die Säge zu mir! Die Säge! So eine Schwere da! Na fest! Ja, schön! Ich halte noch mal auf die Hunden drauf. Verbahnt, dass wir den Brecher noch abbinden können. Hey, Doc, kann ich wieder vor zum Kämpfen? Bist auf die rechte hin. Die musst du noch aus. Ich schalte bloß mit anderen Hand. Mit der rechten Hand. Das so. Marke Denderin, nimm den Kerl mit. Gegen geringes Entgelt, wie schon gesagt, Zähne ziehen, starr stecken, Hühneraugen ausschneiden, jederzeit. Hat jemand Interesse? Möchte noch jemand? Hast du Zahnschmerzen? Absolut. Hoffnung machen wir auch noch Brustwäsche mit Hand auflegen. Alles, was Ü40 ist, macht Igor. Alles, was U40 ist, bei mir hat es auch geholfen. Keine der irgendwelche Mimischen hat? Nein. Schaut drum. Wieder nichts zu verdienen. Volk, wenn es euch gefallen hat, bitte ich um Ende. Doch, schau mal her. Ey, wundervoll! Nein, bin ich jetzt immer. Gott, ein auf drei. Ein Steifer oder ein langer Gott?
verschafft Ihnen Erleichterung, wenn er der Alte oder Leiche vielleicht vergisst. Ja. Ansonsten könnte man natürlich bei der Steife Langer einmal zwischen ein. Der Steife Langer ist weg. Claudia, in deinen Händen schaffst alles. Wer braucht Betäubung? Und jetzt die Bezahlung. Wer? Auch nicht? Simpelklatscher. Ja, ja. Abschreiben. Nimm mal wieder mit. Amputation. Amputation. Los, denk dir. Amputation auf den Zeug. Vielleicht schaut ja das Zeug hier. Volk, nochmal Hände geklappt für meine Mitbürgerinnen, sofern es euch gefallen hat, würde ich ganz gern darum bitten, dass ihr vielleicht einen Silberling in meine Krankenkasse einwirft, damit die Verwundeten ab jetzt auch immer wieder kostenlos narkotisiert werden können. Nee, ich helfe noch. Wir danken.